Das Museum für Naturkunde Magdeburg präsentiert jetzt, etwas verspätet, diesen Sensationsfund, der zum einen eine archäologische Sensation und zum anderen ein bis heute ungeklärter Kriminalfall ist. Denn nach umfangreichen Untersuchungen ist klar, Ötzi, der Mann aus dem Eis, ist vor etwa 5300 Jahren ermordet worden. Doch der Reihe nach. Die Mumie wurde am 19. September 1991 in den Alpen in 3200 Meter Höhe von zwei deutschen Hobbybergsteigern gefunden und nach dem nahegelegenen Ötztal Ötzi genannt. Sie ist die einzige erhaltene und durch natürliche Gefriergetrocknung konservierte Leiche aus der Kupfersteinzeit in Mitteleuropa. Doch nicht nur die Mumie an sich ist interessant, denn der Mann aus dem Eis hat seine komplette Kleidung und Ausrüstung dabei, darunter auch ein Kupferbeil, ein Werkzeug, das in der Zeit des Übergangs von der Steinzeit zur Kupferzeit eine enorme Kostbarkeit war. Hier in Magdeburg werden aber keine Originale ausgestellt. Die Ausstellung zeigt das gesamte Spektrum. In einem Kühlschrank haben wir Ötzi, so wie er auch jetzt in Bozen aufbewahrt wird, als Replik liegen. Wir haben Ötzi bekleidet, mit allen Ausrüstungsgegenständen ausgerüstet und wir haben auch die einzelnen Ausrüstungsgegenstände nochmal separat in Vitrinen liegen, sodass man sich wirklich Detail für Detail anschauen kann. Also eine spannende Ausstellung mit vielen interessanten Neuigkeiten. Die Originale werden sorgfältig klimatisiert im Museum in Bozen aufbewahrt. Das hier sind auf das Beste angefertigte Repliken, die einen wahrhaftigen Eindruck der aufgefundenen Stücke vermitteln. Also die ist ausgezeichnet, die Qualität der Repliken. Sie sind auch angefertigt worden von Fachleuten, die sich in der experimentellen Archäologie auskennen und wirklich original neben der Replik liegen haben und dann haben sie als Laie Schwierigkeiten, das zu unterscheiden. Detail für Detail wird also in dieser Ausstellung deutlich, wie ein Mann vor 5000 Jahren in den Alpen gelebt und überlebt hatte, bevor ihn diese Pfeilspitze in den Rücken getroffen hat. Und damit kommen wir zu dem Kriminalfall. Woran genau der Mann aus dem Eis gestorben ist, darüber sind sich die Pathologen uneinig. Sicher ist, die Verletzung im Rücken hat dazu beigetragen. Da Ötzi aber alle seine Wertsachen noch hat, wird ein Raubmord ausgeschlossen. Hier im Naturkundemuseum in Magdeburg wird aber nicht weiter ermittelt, sondern die Ausstellung rund um die Eismumie ergänzt. Neben dem Fundkomplex Ötzi sind natürlich auch ausgestellt Tierarten, mit denen Ötzi im Alpenraum konfrontiert worden ist. Er ist ja ausgestattet gewesen mit Pfeil und Bogen und er wird auch auf die Jagd gegangen sein. Und da haben wir in dieser Ausstellung wichtige Tierarten, die in der damaligen Zeit im Alpenraum gelebt haben. Braunbär, Steinbock, Wolf etc. Und die Zeit, in der Ötzi gelebt hat, ist die Zeit des Übergangs von der Steinzeit zur Bronzezeit. Das heißt, es gab bereits Ackerbau und Viehzucht, sodass wir auch einige Haustiere, mit denen Ötzi zusammengelebt haben durfte, als auch einige Pflanzenarten, ursprüngliche Getreidesorten hier in dieser Ausstellung mit ausgestellt haben. Die ausgestellten Tierexponate sind alle ausgeliehen, die sind also nicht aus unserem Bestand. Was wir ergänzt haben, zusammen mit unserer Archäologin aus dem Kulturhistorischen Museum, Frau Dr. Theisen, sind Funde aus dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts, die in die gleiche Zeit datieren. Der Ötzi hatte keinerlei Tonkeramik bei sich. Das haben wir aber hier in Sachsen-Anhalt aus Gräberfunden und aus Siedlungsfunden und die stellen wir aus. Das ist unter anderem die Walter-Nienburger Kultur, die Salzmünder Kultur, nördlich bzw. südliches Sachsen-Anhalt, die dann in die Bernburger Kultur übergegangen sind und von all diesen Kulturen zeigen wir markante Exponate, sodass man sich auch ein Bild machen kann, wie die Menschen hier in unserer Region während der Zeit Ötzis gelebt haben.
Ötzi, der Mann aus dem Eis, eine interessante Ausstellung, die schon am 20. März hätte eröffnet werden sollen, aber Corona-bedingt musste das Museum schließen. Jetzt wird wieder geöffnet und wer sich den geltenden Hygieneregeln anpasst, kann sich in eine weit zurückliegende Zeit versetzen lassen.